Die Highlights werden Ihnen präsentiert von der Ostfriesischen Zeitung. Kickers wollte nachlegen. Nach dem 2:0 gegen Delmenhorst vom Sonntag stand das nächste Derby an. Sagenhafte 1.491 Zuschauer trotzten dem Wetter und boten dem Spiel gegen den VfL Oldenburg einen würdigen Rahmen. Erste Halbzeit, keine Tore, aber dann. 49. Minute. Tobi Steffen konnte es selbst nicht fassen. Gewinnt hier das Kopfballduell. Tino Steffen erobert hervorragend den Ball, geht mit Schmackes in den Strafraum, zieht ab, Pöppgen lässt fallen und da ist der eingewechselte Schiller und er ballert sich den Frust von der Seele. 1:0 für Kickers, der Jubel kannte keine Grenzen, alle waren sie da und feiern mit Schiller. Hier nochmal, Tino zieht ab und Schiller dann im Stile eines Torjägers. Das sollte aber nicht der einzige Treffer von David Schiller heute sein. Lahmeier beim Einwurf. Wieder ist es Steffens, der sich für sein Team heute aufrieb. Aber was macht Steinwender denn da? 1, 2, da kommt der dritte. 4 und 5, fucking egal. Steinwender mit der perfekten Vorlage für Schiller, der am zweiten Pfosten wartet und einschiebt. Das Ostfriesland-Stadion explodierte. Pascal Steinwender, bitte zum Tanz. Überragend. Tolle Vorlage. Der Rest ist Schillers sechstes Saisontor. 2:0 am Ende. VfL ließ viele Chancen liegen, das muss man ehrlicherweise so sagen. Aber unsere Jungs haben sich diesen Sieg durch die kämpferische Leistung verdient. Nächste Woche geht es dann in Rotenburg weiter. Auswärts. Jetzt müssen sie zeigen, dass sie es auch in der Fremde können. Peter, du musst da weg.